Hallo, ihr alle da draußen in der großen, weiten Welt. Ich möchte mich mal kurz vorstellen. Man nennt mich Dori, aber mein richtiger Name ist Judith. Ich wollte mich auf diesem Wege mal bedanken bei allen tollen Mädels, die da bei YouTube oder ja hier bei YouTube so eine tollen Videos drehen und sich so viel Mühe machen mit der Aufzeichnung, weil ich sitze heute schon den ganzen Tag dabei, um irgendwas vernünftig drüber zu bringen, was ja nicht so einfach ist. Ja, ich wollte mich einfach nur bedanken, weil ich habe nämlich vor einem halben, dreiviertel Jahr meine Kosmetik ausgemistet und da ist immerhin ein Aldi-Beutel voll geworden, also mit Körperlotion, Haarwäschen, Lippenstifte, Konturenstifte, Wimpernspiralen und. Dieses habe ich verschenkt an jungen Mädchen, und weil ich dachte, wegschmeißen einfach zu schade. Und die haben ja auch nicht unbedingt die Kohle dafür. So, und dann habe ich gedacht, so, jetzt musst du wieder auf die Yacht gehen, also YouTube. Und ihr habt mir dolle geholfen, dass ich nicht mehr so viele Fehlkäufe mache. Also war ich vor kurzem bei DM und habe mir Produkte gekauft, die ihr vorgestellt habt mit Daumen hoch oder Daumen runter oder naja. Und so ging es mir auch. Aber was heißt, so ging es mir auch? Ich meine, ich habe mir die Produkte geholt, aber es gab nur einen Teil, was ich nicht nochmal nachkaufen würde. Und einen Teil, da brauche ich eure Hilfe. Und ich würde mich so dermaßen freuen, wenn ich da irgendwelche Reaktionen bekommen würde. So, und fangen wir erstmal an mit dem, wo ich mich sehr, sehr gefreut habe, dass ihr es vorgestellt habt und dass es mir auch genauso gefällt. Ja, das ist die Concealer Palette. Die finde ich so toll. Ich bin ja noch nicht mehr ganz so frisch. Und, oder sagen wir mal, ich bin ein reiferer Jahrgang. Also wie ein Wein. Umso älter, umso besser, ne? Ich muss sagen, die Palette ist einfach spitze. Wenn man wirklich mal so ein Wochenende verreisen will und nicht so viel mitschleppen will, ist diese Palette der Burner. Weil wirklich abdecken, ein bisschen Kontur vielleicht. Und zur Not hat man hier noch einen schönen, leichten Rouge. Mit der Grünfarbe kann ich nicht so viel anfangen, obwohl ich Äderchen habe. Aber die kann ich schön kaschieren mit diesen beiden Farben halt, ne? Diese Palette wurde tausende Male bei YouTube präsentiert und Daumen hoch gezeigt, und ich muss auch sagen, ich würde die jedem weiterempfehlen, und ich habe sie schon weiterempfohlen, weil die einfach spitze ist. Nummer 1. Dann habe ich mir geholt den Concealer von Essence in der Farbe. Ah, okay. Hätte ich jetzt auch aussprechen können, aber ich habe schon wieder Angst gehabt, dass so viel Englisch kommt, und dann bin ich absolut die größte Niete. Ist aber auch nicht so schlimm, denke ich mal. Der Concealer, muss ich sagen, ist auch super, super toll. Ich verblende den manchmal mit meinem Beauty Eye. Haben ja auch tausende, und ist echt eine tolle Sache. Oder eben halt mit dem Pinsel, ne? Einwandfrei, rutscht nicht in Fältchen, die ich nun mal schon habe. Immerhin bin ich ja Omi. Und ich kann nur sagen, top. Wirklich top. Ich habe so ein kleines Hautproblem. Man sieht es auch jetzt hier auf meiner Hand, ne? Diese Pigmentstörung. Und da habe ich ganz schön zu kämpfen mit, um da irgendwie eine ebenmäßige Gesichtshaut zu bekommen, ne? Concealer, Bombe, Bombe, kann ich da nur sagen. So, dann habe ich mir geholt, finde ich total super, von P2. Das ist so ein Teil hier. Moment. Na, ich wunderte mich erst, warum da so ein Bändchen dran ist. Okay, aber ich finde es so toll, dass so ein Kajal das toll für Smoky Eyes machen oder die obere Wasserlinie nachziehen, macht unheimlich dichte Wimpern, obwohl ich da sagen muss, ich habe wirklich, wirklich schöne lange Wimpern, also kann ich mich glücklich schätzen. Aber dieses Produkt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Burner, und ich finde es richtig, richtig toll. Ich habe es bei YouTube selber noch nicht gesehen, ich habe es einfach beim Kaufen entdeckt, und weil ich es einfach lustig fand, aber ich finde es prima. Cremig, super dunkel,
Also das ist Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn, oder? Ach, seht ihr gerade meinen Ring? Das ist mein Beruf. Ich bin Künstlerin. Ich arbeite mit Glas, Holz, recycle, mache Recyclingmode und so weiter. Ja, also super, 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 super Kajal, super weich. Kann man auch schön ausblenden, wenn man den mal als, ihr wisst schon, über einen Wimpernkranz. Oh Gott, ich bin jetzt total aufgeregt. Empfehlenswert, muss ich sagen. Dann habe ich mir, und das finde ich so toll, einen super Lippenstift gekauft von Essence in der Farbnummer. Könnt ihr gut lesen, ne? Ja, ich denke schon. Der ist cremig, der ist leicht, der babst nicht. Und babsen ist ja nicht schlimm auf den Lippen, also könnte ich ja verrückt mehr werden. Aber super, super schön. Ich finde das eigentlich immer toll, wenn man das zwar aufträgt und euch zeigt. Seht ihr den Ton? Das ist nicht so pink. Eigentlich ist der mehr so Lachs Nude ist der so, ne? Jetzt bei dem Licht wirkt der ziemlich kräftig. Aber ich finde den super, super toll. Und der hält relativ lange. Also, Daumen hoch. Ich mag so und so Essence. Ich mag die Essence Nagellacke wie verrückt. Weil die haben den besten Pinsel der Welt. So, dann habe ich mir von Essence geholt. Die habe ich schon tausendmal bei YouTube gesehen. Und da habe ich gesagt, jetzt musst du die einfach mal probieren und holen. Das sind die hier, diese Lipgloss. Also die Farbe, der gibt unheimlich tolle Farbe ab. Hat eine Nummer. Oh, ich glaube, das heißt hier. Ja, könnt ihr hier sehen. Na. Ist, glaube ich, hier zu erkennen. Finde ich soweit von super schön. Und den trage ich manchmal auf, über diesen Lippenstift, aber nur, wenn ich Lust da habe. Sonst am Tag nur nehme ich nur den hier. Oder ich nehme diesen manchmal mit ein bisschen leicht drüber. So. Das war jetzt die fünfte. Das fünfte Produkt. So. Und jetzt komme ich zu dem, wo ich eigentlich ein bisschen unglücklich bin, weil nicht dem entspricht, was ich eigentlich wahrscheinlich machen soll. Ich habe mir von Essence dieses Augenbrauen-Gel geholt. Also ich habe mir da viel mehr von versprochen. Ich habe super Augenbrauen. Könnt ihr ja mal sehen da. Aber die möchte man ja auch mal dahin kämmen, wo sie eigentlich sollen, aber das macht es nicht. Also es war irgendwie nass, aber das hält es nicht. Das hält nicht, was ich versprechen sollte. Aber bei YouTube habe ich ein junges Mädel, ja, wie nennt man das eigentlich? Ein Abo habe ich beim jungen Mädel. Ich habe sie mir geschnappt. Und die hat einen Tipp gegeben, finde ich ganz toll, da zeige ich euch mal kurz was. Die nimmt so ihr Bürstchen, ne? Ich weiß nicht, warum ihr immer so macht. Hier das Bürstchen, ne, Augenbrauenbürstchen. Und sprüht das leicht an mit Haarlack und dann kämmt sie halt ihre Augenbrauen nach. Und das hält wirklich. Und das ist super. Super Tipp, super toll. Das war ja YouTube, ne? Aber nochmal zurück zu meinem Augenbrauengel. Also ich werde es aufbrauchen, aber ich werde es nicht mehr nochmal holen. Wenn ihr ein anderes Augenbrauengel gefunden habt, was wirklich hält und richtig fest ist, könntet ihr mir vielleicht einen Kommentar geben oder ja, würde ich mich dolle freuen. Ne? Ich mache es alle, aber nochmal nachkochen, nein. Jetzt komme ich zu meinem Produkt, was ich ganz toll finde, aber eben auch damit ein Problem habe. Ich habe mir von P2 diesen Highlighter geholt und ich muss sagen, der ist einfach nur die Granate. Der ist weich, lässt sich super verblenden. Ich nehme den auch mal leicht über die Lippe so und natürlich für die Augenbrauen und hier drinnen, ne? Augenwinkel. Super, aber ich habe ein Problem. Wie spitze ich den an? Ich weiß, es gibt Anspitzer für diesen Stift, aber ich habe ihn nicht gefunden. Ich war bei DM und habe gesucht, eine Stiftung im Internet, lauter Kommentare, Bilder, alles, aber ich weiß nicht, wo ich den kaufen soll. An Spitzer gibt es mehr als genug. Also sollte mir jemand helfen können und mir einen Tipp geben können, wo ich diesen Anspitzer dazu bekomme, würde ich mich riesig, riesig freuen. Ja, Daumen hoch, aber richtig hoch oder mehrere. Ich finde ihn ganz klasse. Jetzt komme ich zum Produkt, was ich nicht bei DM gekauft habe und auch so hier im Laden nicht, aber ich muss sagen, und das möchte ich euch gerne vorstellen,
Ich war auf der Suche nach einem Bruder von Laura Geller. Kennen bestimmt einige von euch. Und dazu wollte ich eigentlich Videos sehen, wie die Leute damit zufrieden sind, ob die vom Kaschieren wirklich so toll ist, der Bruder oder... Arbeit war mir nicht möglich. Es gibt Videos, aber auf Englisch. Und ich konnte eben nur per Mimik oder Gestiken sehen, ob die Frauen damit zufrieden waren. Aber hier in Deutschland nicht. Ich muss sagen, ich bin sowas von glücklich, weil ich habe verschiedene Puder schon hier. Aber ich habe ein Problem, wenn ich Puder benutze. Manchmal hat man das Gefühl, es spannt so. Und ich mag es überhaupt nicht gerne, wenn so diese leichten Flaumen, die man manchmal so hat, wenn da der Puder sich so festhängt. Und bei diesem Puder, der ist eher eine Foundation, also man trägt ihn auf, so schön in kreisenden Bewegungen, und durch seine Farbgebung her, ist der sieht glitzerig aus, aber der ist nicht glitzerig. Der ist wirklich, man trägt ihn auf und dann nach 5 bis 10 Minuten ist der so cremig. Und da unsere Haut ja nicht einheitlich ist, sondern auch so, ne, marmoriert im Prinzip, ist eine tolle Sache. Also ich liebe dieses Zeug und ich würde es jedem empfehlen. Ich drehe mal um, ihr könnt da hinten mal lesen. Ich habe Medium genommen, bin ja nicht so ein blasser Typ. Und dafür ist dieser Puder einfach spitzenmäßig. Und wenn ich morgens eilig habe, ich arbeite ja von zu Hause aus, weil ich ja Künstlerin bin, ich arbeite in meinem Atelier, dann nehme ich nur diesen Puder, leichten Rouge und die Wimpern angemalt und perfekt bist du fertig. Also, so, der ist aber teuer, muss ich dazu sagen. Der kostet, glaube ich, 39 Euro, habe ich dafür bezahlt. Aber es ist wert und ich würde mir immer und immer wieder kaufen. So, das war's von meinen neuen DM-Produkten, die ich mir jetzt erst geholt habe. Ich meine, ganz schminkearm bin ich ja nicht. Aber, so, ja, ach so, jetzt fällt es mir noch ein. Ich wollte mich denn noch vorher schon mal entschuldigen, falls ich so viel Kuddelmuddel geredet habe. Das ist heute mein erstes Video. Aber, und nach diesen tausenden Versuchen heute zu Hause hier, habe ich jetzt die Nase voll und denke mir, was ich jetzt gedreht habe, werde ich einfach abliefern. Ja, ich würde mich freuen über Kommentare oder vielleicht sogar einen Daumen hoch. Ja, und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, von meiner Kunst, von meinem Glasschmuck, von meinen Klamotten, die ich Designer oder, dann gibt mir Bescheid. Ich möchte mich jetzt verabschieden von euch und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt die Dori. Ciao.